0815. 0815. Hinweg! Auf Marsch! Ihr schlaft ja ein, ihr Fette! Hinweg! Auf Marsch! Sender schwere Weiber können ja stemmen und die Gehauchen scheißen, was? Aber mit Exerzieren ist nicht. Vierbeine. Johannes, du, rühr dich doch. Verdammte Scheiße. Achtung! Wollen Sie nicht aufstehen, Mensch? Nee. 0815. Ziehen Sie gefälligst Ihre Säbelbeine an, wenn ich Ihren Weg kreuze. Zu Befehl, Herr Hauptwachtmeister. Sie wollen doch auf Sonntagsurlaub gehen. Nein, Herr Hauptwachtmeister. Na du, warum denn nicht? Ich hab keine Lust, Herr Hauptwachtmeister. 0815, der Film, der zum Klassiker wurde, nach dem Roman von Hans-Helmut Kirst, von Paul May verfilmt, mit Schauspielern, die heute Weltstars sind. Ich glaube, es sind die einzigen in der ganzen Kaserne. Bitte! Die verschwinden hier sofort und melden sich bei Unteroffizier Lindenberg zum Reinigen der unteren Latrinen. Zu Befehl, Hauptwachtmeister! Ja! Ins nächste Bier pinkle ich im Rhein. Null acht fünfzehn. So versuchte man aus Zivilisten Soldaten zu machen. Los, die Herrschaften zum Waschraum. Wollen Sie nicht aufstehen, gefreiter Asch? Wollen kann gar keine Rede sein, Herr Unteroffizier. Jeder Mann hat sich unmittelbar nach dem Wecken zu erheben. Was heißt unmittelbar? Eine Sekunde? Drei Minuten? Unmittelbar heißt bei mir sofort. Das kann jeder sagen. Ich bin nicht jeder, ich bin Ihr Vorgesetzter! Ausgesucht habe ich Sie mir nicht. Jetzt habe ich Sie. Was Sie da tun, ist nämlich Meuterei. Das ist Mord. Nackter Mord. Ruhe bitte, ja? Und ich frage Sie, ob Sie auf den Herrn Hauptwachtmeister geschossen haben. Wo hast du deine Klamotten verkauft? Mensch. Was ist denn das? Sind Sie auch besoffen? Sie Riesenruss? Bitte, Herrn Wachtmeister, melden zu dürfen, dass ich Schlafwandler bin. Was? Das ist gut. 0815. 0815.